meine Hobbys. Ah, es ist so geil, wirklich. Ich liebe das. Achso, hier waren wir ja schon. Hier ist nichts. Seine Hobbys interessieren. Was willst du denn? Das ist Ärger. Komm her. Alter. Hat der mich gerade angespuckt? Ich wollte den mal richtig umboxen, aber irgendwie hat das niemand. Schwalbe, Schwalbe, Dornengestrüpp. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Ach, die ist ja süß. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Die hat einen Freund? Okay, einmal tief durchatmen als Vater. 21, 22. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Also wir, die haben Sex. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Der ist jetzt schon sowas von tot, ne? Ciri war also hier. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Okay. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Achso. Genau, wir haben ja hier. Gut, erstmal alles rein. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Ein Kreisel. Okay. Spielzeug von Gretka. Die freut sich aber. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Okay. Feuer, ne?
einfache Quest. Dafür gab es ja echt viele Erfahrungspunkte, muss ich ja sagen. Okay. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Da waren wir ja auch schon drin. Okay, jetzt sind wir endlich in der Burg. Das Haar so weiß wie Quark. Ah, Quark. Das wäre jetzt genau das Richtige. So. Und du bist der schon Hexenmann? Schon mal Baumrinde der gegessen? Mir kommt davon ich schon ein bisschen aus meiner Nase geholt. Ist ja ein bisschen rumgepackt hier. Okay. Lass mal gucken, ja, ob wir noch was mitnehmen können. Jetzt. Toll. Manchmal sind ja hier so ein paar Verstecke. Da kann er bestimmt, da liegt da bestimmt was. Sieht doch aus wie ein Versteck hier für irgendwas. Okay, er hat sich da einfach mal hingelegt zum Schlafen. Premium-Platz. Nice. So stelle ich mir das vor. So. Hm, keine Mauer, die wir einreißen können hier, glaube ich. Das gehört jetzt alles uns, weil wir es können. Okay, geht's hier weiter. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt andauernd. Okay. Klingt ja nach einem netten Gesellen. Wir müssen die Pferde treiben. Scheiß aus geht's nicht. Wollen wir rüber ins Dorf? Die Bauerntölpel daran erinnern, wer wir sind. Okay, jetzt können wir uns schlagen. Hä? Achso, jetzt die beiden. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Du da, Hexer! Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut? Ja, ist der vom Schmied? Ich bin doch nicht alle voll, Junge. Was habt ihr denn schlecht? Volle Maps. Ich rede von dem Kreischling. Der verwüstet gerade den Bauern die Stelle. Spinnst du? Haben wir uns hier einen Helden eingefangen? Will der den Pöbel retten? Die Sonne steht wohl tief. Okay, sieht nach Arbeit aus für uns. Gewinnt, neue Spieler gesucht. Bestie von Ehrendorf und Kreischling. Okay. Alles klar. Da haben wir ja wieder was zu tun. Okay, da geht's nicht rein. Wie kann ich helfen? Der spielt auch auf Gwent mit. Den können wir mal gebrauchen. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne.
Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Okay. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Ja, cool. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Okay, cool. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Alter, wie viele Quests wir hier einfach gekriegt haben. Wie kann ich helfen? Oh, was hat er denn? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Genau. Ui. Plus 16. Die macht nur plus 5. Was will er denn? Boah, 300 will der dafür haben. Ich würde mir gerne da. Dann spielen wir noch Gwyn gegen den. Ich will unbedingt ein paar Partien Gwyn spielen. Das würde mir gut tun. Dem ganzen Stress. Wir brauchen dringendst bessere Karten. Was haben wir denn jetzt? Den Nebel brauchen wir jetzt. Ach krass. Die war ja mies. Der hat wohl sehr viele Bogenschützen. Sieht wohl so aus. Boah, der hat die einfach aus seinem Deck geholt, ey. Die Sau. Oh, der hat gepasst. Hier. Vorsprung haben wir jetzt. Okay, dann können wir noch die hier wiederholen. Eieiei. Und der wird gar nicht mal so einfach. Ah, wir haben noch eine Karte dazu gekriegt. Nice.
Ich glaube, ich habe die Musik ausgestellt, wa? Jetzt hört er gar keine Musik, deswegen ist er doch so leise. Führungsstrichen. Ey, ich roll. Ja, naja, gut. Soll er haben, die Runde. Die beiden brauchen wir noch. Boah, hat einfach eine 10. Leck mich doch fett. Boah. Fuck. Ganz knapp, ey. Ah, warte mal. Ha! Jawohl! Haben wir geschafft. Bäm! Boah, das war aber jetzt knapp, ey. Was kann ich für dich tun? So, was haben wir hier? Die hat bestimmt, was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Ah, die hat keine Gwyn-Karten, schade. Ah, die hat, aber die hat Sättel. Panik. Boah, 70. Uiuh. Aber auch 300 will die dafür haben. Boah, ey. Ich weiß nicht, boah, ich kann das so schlecht einschätzen, ob wir das Gold noch brauchen für irgendwas. Wir haben ja auch noch die ganzen Hexerrüstungen und sowas, die wir herstellen lassen wollen. Ah, sowas finden wir. Also momentan haben wir ja kein Gewichtsproblem, glaube ich. Ein merkwürdiger Akzent. Aus Artskellig. Ich habe meine ganze Kindheit in Holmstein verbracht. Warum bist du denn ausgereist? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Schmiedekunst. Die ganze Zeit habe ich in der Schmiede gesessen. Ich liebte es. Die Wärme der Öfen, den Geruch vom heißen Eisen, das Donnern der Hämmer. Als ich 17 wurde, hat mein Vater gesagt, er könne mich nichts mehr lehren. Er hat mich in die Welt geschickt, damit ich noch besser werde. Nach ein paar Jahren wurde ich Schmiedemeisterin. Dann ist aber der Krieg ausgebrochen und so bin ich hier gelandet. Okay. Ja, krass. Sie ist auch eine Schmiedemeisterin. Hast du Lust auf eine Partie Gwyn? Ist ja cool. Die kann uns bestimmt auch was anfertigen. So, haben wir jetzt schon... Wir haben da 2 Fünfer. Ja, den können wir doch rausnehmen schon mal. Und dafür 1 Fünfer mit reinnehmen. Und hier auch 1 Vierer rausnehmen. Und dann können wir hier noch 1 Fünfer mit reinnehmen. So. Na, klingt doch schon mal gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch eine bessere Karte... Oh ja, die war besser. Ja, okay. Bin ich zufrieden mit. Das war... Achso. Fernkampf. Okay. Boah, die hat Monster. Ach, scheiße. Die hat keine Fernkampfeinheiten. Die hat nur... Die hat, glaube ich, nur, Dings. Boah! Die Sau. Okay. Die ist, glaube ich, ganz schön krass. Okay, die hat gepasst. Wir müssen ja leider... den hier machen. Boah, ey. Der bleibt liegen. Ja, nee, ist klar. Tun wir mal so, als ob wir nichts mehr spielen können.
Mal ein bisschen was rauskisseln bei ihr. Ja, genau. Alter, was ist das für ein Deck, ey? Gar keine Chance hier. Ja! Klar. Leck wieder. Ja, nee. Jetzt macht die auch noch eine Finte, ey. Alter. Jetzt, die beiden muss ich ja aufheben, ey. Alter, die hat noch 5 Karten. Klar. Ja, wir brauchen halt eine klirrende Kälte oder sowas. Anders geht's ja nicht. Warum kann ich das nicht machen? Ja, jetzt holt ihn noch mehr. Ja, das habe ich ja schon verloren. Alter. Ja, das war ein krasses Ding, ey. Da habe ich ja echt die falschen Karten gezogen für. Tja, heftig. Was kann ich für dich tun? Die besiegen wir jetzt. Wir kriegen eine Karte von der, wenn wir die kriegen. Hast du Lust auf eine Pa... Okay, also das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall klirrende Kälte. Die spielt Monster. Jawohl, einmal klirrende Kälte haben wir. Macht die eine Finte. Okay, cool. Oh, der Gegner hat gepasst. Nice. Okay, ja. Was so hier? So. Alter, jetzt hat die einfach noch 9 Karten. Und es bleibt schon wieder liegen. Was soll denn das? Haben wir jetzt nochmal 2 dazugeholt? Nee, nein. Okay. So krass. Oder die ist ja Traum. Die ist echt hart. Die ist so krass. Ja. Ich hoffe, die hat kein schönes Wetter auf der Hand. Boah. Einfach ein Zehner, ey. Aber ich habe ein gutes, bis jetzt ein gutes Gefühl, dass wir die kriegen können. So, irgendwie.
Das war ja schon mal gut. Die hat nur noch zwei Karten. Okay, mit der holst du nochmal Amokfille. Ja, das will ich jetzt wissen. Ob die jetzt 9 Punkte, ob die noch kriegt? Nee, schafft sie nicht. Ha! Boah, also klirrende Kälte hat's echt geregelt. Ey, die hat ja so viele Karten, ne? So viele Scheiße gekriegt. Eieiei. Aber wir haben eine Karte gekriegt von ihr. Gut. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall mega viele Quests. Hexenjagd, Familienangelegenheiten sind unsere Hauptquests auf jeden Fall. Da müssen wir zum Weideler. Boah, Nebenquests haben wir auch übelst viele jetzt. Fliegende Fäuste, Gewinnspieler. Okay, also eigentlich viel gewinnt. Noch nicht so viel. Ein Kreischling haben wir, ein Hexerauftrag. Da könnten wir uns ein bisschen Gold verdienen auf jeden Fall. Ja, das andere ist eher so nebensächlich tatsächlich. Naja, dann gehen wir da erstmal hier der Spur weiter nach, würde ich sagen. Dann gucken wir mal. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er trinkt. Wir sind vertrimmt worden wie Nobby gerade. So, wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Da oben. Da haben wir auch schon einen Wegpunkt. Das ist ja cool. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Richtig. Haben sie versucht. Haben sie aber nicht geschafft. Achso, hier waren die. Was ist denn hier? Volksversammlung? Oh, der hat Corona. Den Dreckskerl kriegen wir dran. Guck mal! Hallo. Okay. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Oh, schade. Wir haben nicht die Täuschungsstufe. Na, bezahlen tun wir die auf keinen Fall, ey. Die schaffen wir doch. Sind doch nur 5. Na, wir fragen jetzt mal, was wir wollen. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet. Und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Jo, das ist doch eigentlich ein faires Angebot. Wir können ihm ja helfen. Dann ist der Weideler sein Ärger los und er hilft uns. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Zur Hölle, für wen hältst du dich? Für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in Velen auf einmal nur so von Hexern, oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Jo. Alle? Alle zusammen! Das klappt doch nie! Stillgestanden, verdammt! Du Scheiße! Zu euch! Mach dich kalt! Oh!
ist mit dir da hinten? Alle zu. Na, dazu kommst du nicht mehr. Jo. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrix Freunde so aufgebracht hat. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weidler gewartet. Aha.